Die deutschen Bobpiloten haben zum Auftakt der Überseewochen die erste Weltcup-Niederlage der Saison kassiert. Zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften im kanadischen Whistler fuhr Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich im Viererrennen von Lake Placid als bester Deutscher auf den vierten Rang. Der Rückstand auf Sieger Justin Cripps aus Kanada betrug nach zwei Läufen 1/16 Sekunden. Bis zum siebten Saisonlauf am Samstag war jeder Sieg im Zweier und Vierer der Männer an die deutschen Schlitten gegangen. Im US-Bundesstaat New York konnten Friedrich und Co. nun allerdings nicht mal um das Podest kämpfen. Der Olympiazweite Nico Walter wurde Fünfter, Weltmeister Johannes Lochner landete nur auf dem siebten Platz. Nach dem ersten Lauf hatte völlig überraschend der Monegasse Rudy Rinaldi geführt. Mit dem ersten Weltcup-Podest für das Fürstentum vor Augen stürzte der 25-Jährige im entscheidenden Durchgang dann aber. Vor dem Weltcup-Finale im kanadischen Calgary führt Friedrich, 1502 Punkte, die Gesamtwertung weiterhin komfortabel an. Sein erster Verfolger Oskar Skibermanis, 1424, aus Lettland liegt 78 Punkte zurück.